Mein Name ist Katrin Helling-Pla. Ich bin Mitglied im Rechtsausschuss und im Gesundheitsausschuss und das ist mein Bretterporträt. Im Reichstag stehen ja so Glas-Telefonzellen. Und wenn man mich da drin sieht und sprechen, telefoniere ich höchst selten, sondern übe meistens reden. Das habe ich damals irgendwie angefangen. Und, Ich bin ja in zwei Ausschüssen, im Rechtsausschuss und im Gesundheitsausschuss. Und beide sind in ihrer Arbeitsweise irgendwie total unterschiedlich. Im Gesundheitsausschuss haben wir viele Fachgespräche, laden externe Sachverständige einfach zu jeder Ausschusssitzung ein und diskutieren einfach viel über Themen dafür. Ist die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen schon sehr, dass man versucht, irgendwie gemeinsame Lösungen zu finden. Der Rechtsausschuss ist viel konfrontativer, die Sitzungen sind kürzer, man streitet mehr. Na, im Prinzip hat Corona ja so ein bisschen wie unter einem Brennglas Defizite in unserem System, insbesondere im Gesundheitssystem, aufgezeigt. Wie stellen wir die Pflege zukunftsfähig auf? Wie gehen wir mit Corona-Folgen um? Ich kümmere mich auch vor allen Dingen um Kinder- und Jugendmedizin im Gesundheitsausschuss. Das Beschaffungschaos, sei es im Hinblick auf Masken oder Beatmungsgeräte, über die nun Rechtsstreitigkeiten geführt und die verschenkt werden, wird uns im Ausschuss noch lange beschäftigen und den Steuerzahler vollkommen unnötig belasten. Ich streite im Rechtsausschuss beispielsweise für ein modernes Familienrecht. Da sind wir eigentlich die einzige Fraktion, die da auch substanziell in dieser Wahlperiode was vorgelegt hat. Da sind Reformen einfach überfällig, weil die Aufteilung der Erziehungsarbeit in der Vergangenheit viel, viel partnerschaftlicher geworden ist. Unser Gesetz aber an vielen Stellen noch das sogenannte Residenzmodell, also das Kind lebt tatsächlich nur bei einem Elternteil voraussetzt und wir sagen, ja, das bräuchte eigentlich dringend ein Update. Da wollen wir das Wechselmodell als Leitbild einführen. Heute schreiben wir ein weiteres Kapitel in der traurigen Geschichte. Die Große Koalition und ein modernes Familienrecht, das wird nichts. Ja, natürlich funktioniert irgendwie mein Leben als Abgeordnete und auch die Politik nur im Teamwork. Ich nehme meine Jungs immer mit in den Wahlkreiswochen, in den Wahlkreis, in den Sitzungswochen hier nach Berlin. Habe das Glück, dass sie immer bei mir sein können. Morgens gehen sie hier in den Bundestagskindergarten und nachmittags nehme ich sie oft mit ins Büro. Sie waren auch vor der Pandemie immer mal mit in Fraktionssitzungen, der Kleine auch mit in den Ausschüssen, als er gerade zur Welt gekommen war und es hat eigentlich immer super funktioniert. Die Kollegen haben uns toll unterstützt dabei. Ein Papier der Fraktion, auf das ich besonders stolz bin, ist das Papier Eltern werden, moderne gesundheits- und rechtspolitische Rahmenbedingungen schaffen, weil es eben meine beiden Tätigkeitsbereiche im Rechts- und im Gesundheitsausschuss so schön verbindet. Wir setzen uns ein für die bessere Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen, für mehr Möglichkeiten in der Reproduktionsmedizin, aber auch für bessere familienrechtliche Bedingungen. Ich kann insgesamt eine sehr positive Bilanz ziehen. Meine Arbeit war geprägt von dem Streiten für Selbstbestimmung in allen Lebenslagen. Ich habe die anderen Fraktionen mit Themen gepiesackt, für die ihnen der Mut fehlte, beginnend von der Legalisierung der Eizellspende bis zu einem modernen liberalen Sterbehilfegesetz waren das Themen, für die ich gestritten habe. Für Deutschland hat die Pandemie ganz viele Schwachstellen aufgezeigt. Überall waren wir nicht die Schnellsten, waren langsam, wenn es um beispielsweise die Zulassung von Schnelltests ging und haben uns einfach zauderhaft gezeigt. Und ich finde, das muss sich für die Zukunft ändern. Wir dürfen nicht mehr irgendwie Papiere zwischen Ämtern hin und her schicken. Wir brauchen einen Digitalisierungsschub und müssen einfach moderner werden. Das müssen wir in den nächsten Jahren angehen.
Ich habe in dieser Wahlperiode gemeinsam mit Kollegen anderer Fraktionen einen Entwurf für ein liberales Sterbehilfegesetz vorgelegt. Bei ethischen Themen ist die fraktionsübergreifende Arbeit ganz, ganz üblich. Und da streite ich sehr dafür, dass wir das in dieser Wahlperiode noch zum Abschluss bringen, die Debatte. Denn die Betroffenen brauchen endlich Rechtssicherheit. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir die Corona-Pandemie und ihre Folgen schnellstmöglich in den Griff bekommen. Das betrifft natürlich die Folgen für die Wirtschaft, aber eben auch für Kinder und Jugendliche, was die Gesundheit angeht, aber auch eben ihre Bildungschancen. Auch ein paar lustige Pandemie-Videokonferenz-Geschichten. Irgendwie Jungs haben es geschafft, irgendwie, das war im Wahlkreis, irgendwie Meter weiter, irgendwie im Schlafzimmer. Ich war draußen im Auto und die Jungs haben im Schlafzimmer meine AirPods gefunden, haben die aufgemacht. Und daraufhin hat sich das Telefon dann gekoppelt und sie waren zu hören und ich nicht mehr. Ich habe es aber natürlich auch nicht gewusst, was da gerade vor sich geht. Also das war tatsächlich sogar ein Clubhouse-Talk, aber zum Glück haben sie nach wenigen Sekunden wieder zugeklappt.